Hallo zusammen bei 360 Grad. Ja, heute sind wir in einem ganz spektakulären Gelände, in einem visionären Bauprojekt. Hier im Hochgelegen entsteht etwas Außergewöhnliches in Heilbronn. Und was dahinter steckt, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Ja, hier entstehen mehr als 500 Wohneinheiten und wenn wir uns mal die grafische Anmutung anschauen, wie das alles dann bis 2026 aussehen wird, wenn alle entsprechenden Häuser und Projekte abgeschlossen sind, dann ist das natürlich schon eindrucksvoll, gar keine Frage. Und man kann sich das Ganze auch mal im Zeitraffer anschauen, was hier in den vergangenen Monaten schon umgesetzt worden ist. Und im Vordergrund steht natürlich auch immer eine klimafreundliche Bauweise, wie jetzt hier mit dieser Holzhybridbauweise, die man im Hintergrund sieht. Insgesamt werden 2000 Tonnen CO2 damit eingespart. Aber nicht nur hier, wenn man die Baueinheiten sieht, sondern eben auch mit einem eigens angelegten Klimawald. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Ja, 1250 Menschen werden hier einmal wohnen und die sollen sich natürlich auch wohlfühlen. Und ein Wohlfühlfaktor ist also dieser sogenannte Klimawald. Den hatten wir übrigens en miniature gerade bei der Excite erlebt. Hier wird das Ganze natürlich wesentlich größer mit rund 350 Bäumen. Und das ist auch schon deswegen ein ehrgeiziges Projekt, weil das Ganze natürlich auch in Hanglage angelegt wird. Aber in diesem Klimawald, der sorgt natürlich dafür, dass man so 5 bis 6 Grad dementsprechend dann auch niedrige Temperatur haben wird. Also das ist dann schon eine tolle Sache, wenn die dann entsprechend umgesetzt wird. Und die gesamten Dimensionen, die sind natürlich riesig, wenn man sich das mal anguckt, 50.000 Kubikmeter Acker, die hier bewegt wurden, 60.000 Kubikmeter Erde, die bewegt worden sind. Und man kann jetzt auch schon sehen, dass die ersten Projekte nach und nach fertiggestellt werden. Wie die dann auch innen aussehen werden, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, hier das gesamte Quartier, das liegt ja am Manfred-Weinmann-Ring. Und jetzt sind wir mal hochgeklettert in den 7. Stock. Zwischen 5 und 7 Stockwerke sind ja dann die Gebäude entsprechend hoch. Und man muss auch sagen, das Ganze ist bis dato auch recht schnell vorangegangen, wenn man bedenkt, dass man gerade mal im März des vergangenen Jahres hier begonnen hat. Und das soll auch in diesem Tempo weitergehen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung in allen Bereichen. Wenn man sich auch mal die Tiefgarage anschaut, auch eine zweistöckige Tiefgarage gibt es. Das Quartier soll ja vor allen Dingen natürlich auch autofrei sein. Das heißt also, die Besucher, die sollen, wenn, dann in die Tiefgarage oder hier in die SLK-Parkhäuser und man soll nur hereinfahren, wenn man etwas transportieren muss. Und das Ganze ist das größte Projekt in der Geschichte der Stadtsiedlung. Allein 120 Millionen Euro von den 200 Millionen insgesamt. Und auch eine Herausforderung, logischerweise in diesen Zeiten, was natürlich die Baupreise machen, was die Inflation macht, was die Finanzierung auch macht. Also da wird man in den nächsten Monaten und Jahren noch einiges zu tun haben. Und viel getan wurde auch bei der Installation und bei den Bädern, bei den Nasszellen, die hier komplett hereingebracht werden und auch eingefügt werden in jeder der Wohnungen in diesem Gebäude. Und der Blick, den man hier hat, der ist auch einzigartig und den kann man natürlich am besten erleben, wenn man ganz nach oben geht. Ja, auch beim Blick von oben sieht man, 29 Wohneinheiten werden es insgesamt werden. Hier rechnet man damit, dass im zweiten Quartal des nächsten Jahres das erste schon bezugsfertig sein wird. Es entstehen also rund 750 Wohnungen insgesamt. Und das Besondere ist natürlich auch, 50% davon sind auch gefördert. Also man möchte natürlich auch all jenen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, die Möglichkeit geben, hier Wohnraum zu schaffen. Ab 7,50 Euro geht dieser geförderte Wohnraum pro Quadratmeter los. Und da kann man dann gespannt sein auf die ersten, die hier einziehen. Und wenn es in dem Tempo weitergeht, dann kann das eben nicht mehr lange hin sein. Ja, das sind spannende regionale Themen und spannende regionale Themen haben uns auch beschäftigt in der Heilbronner Stimme in der vergangenen Woche. Viele eigenrecherchierte Geschichten, beispielsweise, was haben die neuen Tierhaltungsregeln beispielsweise an Auswirkungen für die Landwirte in Hohenlohe, im Kraichgau oder im Unterland? Wie wirkt sich die Preissteigerung auf die Menschen hier aus? Was kann man in Sachen Bürokratie tun und auch die Lärmbelästigung in Sachen Motorradfahren? Auch das war ein Thema. Also da lohnt es sich, das Ganze nochmal nachzulesen. Da sind umfangreiche Fakten zusammengetragen worden. Und da zeigt sich wieder mal, man muss auch den Finger in die Wunde legen in den Themen, die manch einem vielleicht gar nicht so lieb sein können. Und Themen, die einem nicht immer so lieb sind, die werden auch bei unserer Lokaltour besprochen im Rahmen von 12
Monate 12 Regionen waren wir zu Gast im Parkhotel in Heilbronn. Bürgermeisterin Agnes Christner war mit dabei und da kamen natürlich auch unangenehme Themen zur Sprache. Die Bürger, die dort zu Gast waren, die monierten teilweise die Sauberkeit in der Innenstadt, auch die Präsenz von Kontroll- und Ordnungsdiensten und Polizei. Zum Thema Sicherheitsgefühl war ein Thema. Wie geht es weiter mit dem Handel insgesamt und wie geht es natürlich auch weiter mit dem Rathaus, das ja die Terminvergabe großgeschrieben hat und da gab es ja zuletzt auch Debatten, ob man da unbedingt Security-Menschen braucht, die dort kontrollieren oder ob es nicht auch irgendwann mal wieder der gute alte Pförtner sein kann. Und ein Thema konnte natürlich nicht fehlen. Wie geht es weiter mit dem Wollhaus? Da gab man sich aber sehr zugeknüpft. OB Merkel sagt ja, man sei ganz nah an einer Lösung. Nur so recht sehen kann man sie im Augenblick nicht. Dagegen sieht man viele andere tolle Dinge in den nächsten Tagen. Es häuft sich ja ununterbrochen mit Events, mit Veranstaltungen. Es wird quasi alles nachgeholt, was während Corona ausgefallen ist. Das beginnt im Kraichgau in Bonfeld mit dem Black Sheep Festival, geht über Heilbronn. Ob es das Lichterfest ist, ob es die Nacht der Wissenschaft ist, ob es dann beispielsweise auch das Wirt Open Air in Künzelsau ist. Und es geht dann gleich weiter mit den Festivitäten beim Talmarkt, beim Volksfest beispielsweise auch. Und wir feiern auch 75 Jahre Hohenloher Zeitung im Kocherwerk in Ernstbach und natürlich auch mit unseren Leserinnen und Lesern bei einem Mittelpunktfest. Und was sich dahinter verbirgt, darauf können Sie sich schon heute freuen. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.